Lord Pappnase. Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem besonderen Projekt. Denn wir schauen uns heute eine der frühen Alpha-Versionen von Gothic an. Ihr habt vielleicht auf meinem Hauptkanal schon die Tiefenanalysen dazu gesehen. Ich brauche aber noch ein bisschen Videomaterial dazu für weitere Videos. Und ich dachte mir, warum nicht einfach auch als Let's Play hier veröffentlichen, damit ich so ein bisschen meine Gedanken kreisen kann. Vielleicht passiert ja das eine oder andere Lustige fürs Video. Und ich würde sagen, wir legen doch mal los. Wir stehen hier auf, so startet tatsächlich die Alpha. Und ja, gehen wir erstmal zu diesem netten Typen darüber, zu dem Schatten, wenn ich das richtig erkenne. Das war eben ziemlich leichtsinnig von dir. Ich werde auch versuchen, alle Dialoge vorzulesen. Mal gucken, wie lange das gut geht. Okay. So, willst du mit mir reden? Leichtsinnig? Was überhaupt? Ich hätte dich eben gemütlich mit meinem Bogen fertig machen können. Brauchst du einen Bogen? Klar. Hier, nimm den hier, der ist alt. Ich mach mir einen neuen. Okay. Wo führt dieser Weg hin? Wenn du den Pfad über die Brücke folgst, kommst du in die Trollschlucht. Trollschlucht? Ja, dort soll sich ein riesiger Troll zusammen mit ein paar Gobos herumtreiben. Oh. Ja, sei vorsichtig, wenn du dorthin gehst. Was kannst du mir sonst noch sagen? Jetzt ist aber wirklich genug. Was kannst du mir sonst noch sagen? Ich hab gesagt, es reicht. Mach, dass du weiterkommst. Okay. Ich will ja gar nichts von dir. Warum hängt eigentlich die Kamera gerade fest? Das ist das viel größere Mysterium, was ich mir frage. So, nehmen wir mal den Bogen hier. Den ich auch versuche mal anzulegen. Und mit versuchen meine ich, dass die Alpha jederzeit abstürzen kann. Weil die läuft sehr instabil. Ich bin überhaupt sowieso froh, dass die Alpha mittlerweile so einigermaßen läuft, wenn man keinen Schabernack treibt. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen uns mal auf den Weg ins alte Lager, weil ich möchte natürlich so dem ungefähren Skript folgen, was die Alpha-Demo einem sagt. Und ja, genau, da gehen wir einfach mal ins alte Lager. Da treffen wir auch den Gateguard. Mit dem können wir mal reden. Wer hat dir das sagen? Das bin ich. Was willst du? Ich will hier rein. Yep, aber mach keinen Ärger da drin, sonst gibt's Saures. Okay. Wenn du hier durch willst, musst du schon um Erlaubnis fragen. Okay. Oh shit. Okay. Ich wollte ihn nicht provozieren. Bitte beruhig dich. So, wen haben wir denn hier? Wir haben auf jeden Fall noch kein Fass zum Verstecken. Okay. Ich habe leider den ersten Satz verpasst, den wir gesagt haben. Das ist ein Novize. Kommt zu uns in die Sekte. Bei uns müsst ihr nicht so hart schuften wie ihr. Hallo, ich bin neu hier. Oh, wirklich? Dann solltest du schnell unserer Sekte beitreten. Bei uns bist du gut versorgt. Warte mal. Hör zu, was ich den Butlern hier zu sagen habe. Also irgendwie nicht viel zu sagen, wenn du einfach abhaust. Tschüss, mach's gut. Okay, ja, wie ihr seht, es ist alles noch ein bisschen kaputt. Aber das soll ja auch kein so richtiges Let's Play sein, ne? Ich brauche Videomaterial und hab's halt direkt damit verbunden. So, was haben wir denn hier noch? Hey Kleiner, deine Klinge gefällt mir. Gib sie mir. Nein. Was fällt dir ein, meine Bitte abzuschlagen? Na, warte. Oh. Oh, da hilft mir auch einer. Ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nicht als Videoaufnahme. Praktisch. Der hat mir einfach geholfen, der nette Typ. Okay, kann ich seinen Knüppel mitnehmen? Yes. Und hat er vielleicht auch... Ah, nee, jetzt hat er mir den Knüppel geklaut. Klauen kann ich ihn nicht. Okay, warum hast du mir geholfen? Du siehst, hier muss man mit dem Schwert umgehen können. Ich kann dir ein bisschen Schwertkampf beibringen. Interesse? Na klar. Na prima, dann greif mich mal an. Let's go. Etwas schneller, nicht so schlapp. Das war schon besser, aber jetzt dreh das Handgelenk etwas. Voll in die Fresse.
Er hat mir ein bisschen Schwertkampf beigebracht. Und was der Typ da unten macht, weiß ich gerade nicht genau. Hey Kumpel, wie sieht's aus? Hast du einen Tipp für mich? Sicher. Sieh immer zu, dass dein Rücken an der Wand steht und geh den rüpelhaften Söldnern aus dem Weg. Okay, na, der hat uns ein bisschen Schwertkampf beigebracht. Praktisch. Komm mal her! Was hast du denn? Möchtest du... Oh! Dieser elende Wichter, dass du versuchst, dir einen Trank des Infernos anzudrehen. Zitze. Hör zu, du wirst mir einen Gefallen tun. Ich habe meinen Lehrling zur Trollschlucht geschickt. Suche ihn dort und wenn er tot ist, bring mir zumindest den Teufelspilz. Okay. Wenn du das erledigt hast, melde dich bei mir bei der Kapelle. Okay. Ja, das... Ah nein, ich wollte das Schwert nicht droppen. Upsi. Die Steuerung ist alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier. Gut, aber dann haben wir einen Auftrag. Auf zur Trollschlucht. Let's go. Ich finde interessant, wie durchgeskriptet die Alpha damals schon war. Also, dass NPCs einem zu Hilfe kommen. Na, Neuling, geht's raus in die Wildnis. Pass auf, dass dich keine Fleischpflanze fressen wird. Haha, ja, Fleischpflanze fressen. Hahaha. Ich habe das Gefühl, das sind zwei richtige Witzbolde hier. Merkt das schon. Dann wollen wir mal zur Trollschlucht und gleichzeitig testen, ob der NPC da vorne was Interessantes zu sagen hat. Ah, der hat jetzt auch einen eigenen Namen. Guck mal, der hieß am Anfang Schatten. Jetzt, da wir seinen Namen wissen, hat er einen neuen Namen bekommen. Okay, nee, der hat nichts Neues für mich zu sagen. Das heißt, wir würden uns mal zur Trollschlucht bewegen. Let's go. Ja, am besten nicht runterfallen. Die haben eine schöne Fleischschwanze und da vorne ein Crawler. Ich werde mal versuchen, was man angeblich machen kann. Dass man die Fleischschwanze wirft. Genau, so. Um den Crawler abzulenken. Mal gucken, ob das klappt. Detect NPC entered. Okay, also irgendwas funktioniert dabei wohl. Aber noch nicht so richtig. Das heißt, ich kümmere mich einfach mal um diesen bösen Crawler. Quiek, quiek, sagt er. Quiek, quiek. Also es war ursprünglich geplant, dass man mit den Fleischschwanzen quasi Crawler ablenken kann. Oder allgemein mit Nahrungsmittel Gegner ablenken können sollte. Das hat es nur leider nie so richtig ins fertige Spiel geschafft. Gut, dann kümmern wir uns mal hier in der Trollschlucht darum, dass wir diesen Teufelspilz bekommen. Ich finde auch schön, dass der Crawler sagt, wenn du das tust, bist du Futter. Das heißt, die haben hier noch als NPC gegolten, was ich sehr witzig finde. Auf die Fresse geflogen. Sehr schön, da habe ich auch mal die Fallanimation gesehen. Und Hepper. Übrigens auch ein toller Funfact, wenn man Videomaterial von Gothic Alphas einfach so hochlädt, dann erkennt das der YouTube-Algorithmus als Tomb Raider, was ich sehr interessant finde. Und hier sehen wir, wie der Troll Zeug wirft, also Goblins wirft, besser gesagt. Oh mein Gott, der haut mich gerade ein bisschen um. Ein bisschen aufpassen. Vielleicht auch eher mit dem Bogen schießen. Hab ich Pfeile? Okay. Ja, mit Pfeil und Bogen klappt das schon viel besser. Pfeile OP in Alpha bestätigt. Was ich mich aber auch frage gerade. Oh, jetzt sehen wir die Wurfanimation, oder? Aui, da kommt er geflogen. Ah, schade, dass es das im richtigen Spiel nicht gibt, ne? Ja, aber was ich mich gerade frage, kann ich den Troll mit Pfeil und Bogen abschießen? Nee, er wird leider nicht anvisiert und hoch kommen wir noch nicht. Aber der wäre wahrscheinlich eh viel zu stark für uns. Genau, wir wollen jetzt den Devil Mushroom, den Teufelspilz. Und wir haben eine Magierkapuze, die wir vielleicht direkt mal anziehen. Yes, das sieht doch stylisch aus. Richtig hübsch. Oh ja, und wir regenerieren ja automatisch Lebensenergie. Hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Genau dafür war das Let's Play gedacht. Dass ich einfach nochmal so ein bisschen labern kann, euch ein bisschen Zeug erzählen kann und vielleicht mir auch die ein oder andere Sache ins Auge sticht für die Videos.
Und bisher hatten wir noch keinen Absturz. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. So. Das heißt, ich würde mal zurück ins alte Lager gehen und dort die Quest abgeben. Vielleicht kriege ich ja sogar eine coole Belohnung für den Teufelspilz. Wobei, der Teufelspilz wird wahrscheinlich später ein Höllenpilz oder so. Wobei, das sollte ja eigentlich Höhlenpilze werden. Die Mondpilze gab es dann erst wieder im dritten Teil, fällt mir gerade ein. Aber die Kamera will mir irgendwas zeigen. Hallo Kamera, okay. Sehr nett. Aber ich weiß selber, wo es hingeht. Ich finde den Soundtrack zwar echt schön, aber der loopt ein bisschen zu heftig. Flosch. Okay, warum sagst du Flosch? Grüß Gott, liebe Leute. Hier, die Kamera will mir irgendwas zeigen. Ganz schlimm gerade hier. Erstmal wieder ein bisschen in die richtige Richtung bringen. Verdammt, schon wieder einer von uns. Ach cool, die NPCs kommentieren auch Leichen. Wusste ich auch nicht. Machen sie im fertigen Spiel ja auch nicht. Das ist cool. Ja, an dir komme ich einfach vorbei. Dann will ich mal den Teufelspilz abgeben. So. Hallo, ich habe den Teufelspilz dabei. Mission completed or failed. Quatsch hier nicht so viel rum, die Leute mögen das nicht. Okay, damit haben wir die Quest quasi abgegeben. Learn. Du willst also lernen. Okay, pass auf. Ich pass auf wie ein Flitzebogen. Na, schade, ist auch noch nicht implementiert, ne? Schade. Okay, kann ich bargen? Kann ich auch noch nicht. Okay, schade. Sehr schön. Haben wir es auch erledigt. Wir können uns hier schon mal umgucken. Ich finde das übrigens krass beeindruckend, wie das alte Lager so früh in der Version schon quasi final ist, ne? Die ganzen Gebäude kennt man natürlich. Richtig schön. Ich will auch mal schauen, ob ich hier runterkomme. Aktuell schon. Das auch schon eingebaut war. Ah, Tatsache. Es ist ein bisschen dunkel wahrscheinlich auch auf YouTube. Wird wenig sehen. Das Problem ist, es gibt in der Alpha zwar eine Fackel, die ich mir herbeicheaten könnte. Das habe ich schon rausgefunden. Allerdings stürzt das Spiel dann ab, wenn ich die Fackel benutze. Das heißt, es wäre nicht so smart. Ja, aber krass, wie viel hier einfach schon drin ist. Oh. Okay, ich dachte gerade, ich wäre durch den Boden gefallen. Weg von ihr, sonst gibt's was auf die Nuss. Oh nein, nicht auf die Nuss. Das tut doch weh. Okay, ist aber auch alles schon sehr final zum Originalspiel. Und immer noch kein Absturz. Ich bin gerade begeistert. Ich soll's nicht beschwören. Oh, guck mal, da haben sich die... Hallo, ich bin neu hier. Das sieht man. Hast du einen Tipp für mich? Ja, quatsch nicht so viel rum. Die Leute mögen das hier nicht. Oh, ich kann Zeug stehlen. Ah, okay, das mögen sie nicht. Ich kann aber Zeug stehlen. Okay, das wusste ich bisher auch nicht. Auch wieder was Neues gelernt. Ich dachte nicht, dass das schon implementiert wurde. Oh. Und es wird dunkel. Aber Diebe mögen die Leute scheinbar nicht. Nur, der hat mich fast erwischt. Ich glaube, ich sollte mich hier mal aus dem Staub machen. Schnell weg hier. Wir haben eh alles soweit erledigt. Das war nämlich so die Hauptquest. Ich kann richtig viel klauen. Das war nämlich so im Groben und Ganzen die Hauptquest, die in der Alpha, in der Version zumindest drin ist. Dass man quasi mit NPCs reden kann, dass man quasi eine Quest bekommt. Dahinter auch ein Questgegenstand liegt. Und dass man in die Trollschlucht geht. Und das wurde halt wahrscheinlich auf so
Messeveranstaltung gezeigt. Ja, und hier soll man nicht weiter, Demo Ground, aber wir scheißen einfach drauf und gehen mal hoch zum alten Kastell. Weil ich bin mir gar nicht sicher, in der nächsten Alpha waren da oben auf jeden Fall ein paar Orks. Ich bin mir aber nicht sicher, ob in dieser Alpha auf dem Kastell auch schon irgendwas war. Lasst uns da einfach mal in der Dunkelheit hochlaufen. Ich gönne mir in der Zeit noch einen schönen Schluck Energy Drink. Weil das weckt den Tiger in mir. Hat aber eine ganz, ganz eigene gewisse Atmosphäre. Allein mit der Musik und mit der Nachtstimmung. Habe ich jetzt eigentlich das Ding geklaut? Von ihm oder hat er... Nee, ich habe es geklaut. Die Winepipe, ne? Die habe ich... Habe ich von ihm geklaut. Ich weiß auch gar nicht, ob das eine Animation hat. Es kann sein, dass das Spiel abstürzt. Bitte nicht abstürzen. Nee, guck mal, sogar mit richtiger Trinkanimation hier. Und einen Devil Mushroom habe ich auch nicht mehr. Das heißt, ich habe ihn tatsächlich abgegeben. Geil. Geil, wie das alles funktioniert. Ich finde das immer schön, wenn solche frühen Versionen für die Nachwelt gesichert werden. Also ich finde das immer sehr, sehr wichtig. Einfach auch, um zu sehen, welchen Weg Spielentwicklung gegangen haben, Tuten. Weil es gibt heutzutage nur noch sehr, sehr wenig Making-ofs. Ich müsste mir mal das Making-of zu der Witcher-Serie angucken, weil ich habe mir damals zu Witcher 1, da gab es so eine 4-Disc Collector's Special Edition, wo, glaube ich, ein Making-of drauf war. Das müsste ich mir mal angucken, weil das ist auch interessant, die Witcher-Serie. Die interessiert mich auch noch, die will ich auch auf dem Channel mal behandeln. Mit verschiedenen... Mit eben Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Und den ganzen Modifikationen, die es hier gibt. So, kann ich da hochklettern? Yes. Und ich kann mir eine schöne Aussicht aufs alte Lager gönnen. Dabei ist es natürlich dunkel. Ich probiere mal. Lässt das mich die Time setten, ohne dass es abstürzt. Oh, wie gut. Gut. Oh, schaut mal, wie gut das aussieht. Und es ist wirklich schon fast komplett. Da hat sich nicht mehr viel getan. Wenn man sich das Show anschaut. Richtig, richtig schön. Ich weiß nicht, ob ich das als Thumbnail verwenden könnte. Aber es sieht schon sehr schön aus. Auch wenn die Weitsicht echt beschränkt ist. So, was mich aber gerade viel mehr interessiert. Was ist eigentlich mit Lester? Kann ich diesen Turm hier hochklettern? Ich kann. Oh, lass das mal machen. Eppa. Oh, die Kamera ist hier aber ein bisschen sehr widerspenstig. Oh nein. Oh Gott. Oh, da. Da. Oh no. Okay. So, ich muss mich rausporten. Ich hing fest. Das gibt's, Gott sei Dank. Du kannst einfach in der Alpha auf Entfernen drücken. Und dann landest du wieder am... Ausgangspunkt. Und du kannst Äpfel spawnen lassen, warum auch immer. Ich vermute, das ist zum Werfen gedacht, damit man zeigen konnte, wie man Zeug werfen kann. Aber ich finde es schön, dass es ausgerechnet Äpfel sind. Habe ich, habe ich das in einem Alpha-Video auch behandelt? Ich weiß gar nicht mehr. Lass uns mal noch zum Nebelturm laufen. Das ist noch eine Sehenswürdigkeit, die man in der Alpha sich angucken kann. Lass mich das mal machen hier. Was ich mir auch überlegt habe, dass wir uns die Demo-Version angucken. Es wurden ja immer mal wieder damals auf Spielemagazinen, ne, so Demos verteilt. Und von Gothic gibt es auch noch die eine oder andere Demo, wo ich vielleicht mal Interesse hätte, die einfach anzuspielen, um zu gucken, oder sogar durchzuspielen, je nach Länge. Einfach um zu gucken, ob es da irgendwelche Besonderheiten gab, die vielleicht später rausgeschnitten wurden oder in der Demo-Version noch komplett anders waren. Das wäre vielleicht auch ganz interessant. Einfach so ein kleines Let's Play Alpha-Demo-Projekt, was ich mir gut vorstellen könnte, was auch spaßig wäre vielleicht. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Bum, bum.
Bam, bam, badabam. Ja, man kann zwar noch sehr, sehr viel weiter hier durch die Gegend laufen, aber es gibt keine interessanten Punkte mehr hier jetzt bis auf den Nebelturm. Weil ich gar nicht weiß, kommt man in den schon hoch? Nee, leider nicht. Der hat noch keine Leitern. Leiter hat er noch keine Leitern. Aber wir können uns von außen mal ein bisschen angucken. Wenn mich das Spiel lässt. Bitte mit Efeu hier. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Habe ich doch wieder ein bisschen Videomaterial für meine Hauptvideos? Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, was ihr von solchen Mini-Let's Play-Projekten haltet, wo wir uns einfach so spezielle Alpha-Versionen von irgendwelchen Spielen, kann ja auch, wie gesagt, Soul Reaver, können wir uns die Alphas mal angucken, einfach von verschiedenen Projekten ist, wo ich dann einfach live meine Gedanken dazu auch gleich kundgeben kann. Das soll es an dieser Stelle aber gewesen sein. Lasst mir gerne Feedback da. Like, Kommentar würde mich freuen. Und ansonsten denkt dran, alles wird gut.